Hallo zusammen zum nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen, und zwar bei den Grundlagen. Heute im Teil 2 wollen wir uns darum kümmern, zu verstehen, was der Unterschied zwischen nativen Code und Skriptcode ist und ob es da vielleicht noch ein paar weitere Konzepte gibt. In unserem letzten Video haben wir ja verstanden, was ein Compiler macht, nämlich die Übersetzung unseres Quellcodes in Maschinensprache. Und zwar unter der Berücksichtigung des Syntax, der verwendeten Programmiersprache, des Befehlssatzes der CPU und den Anforderungen des Betriebssystems. Ja, dass der Syntax, also die Regeln, wie der Quellcode formuliert sein muss, bekannt sein sollte, versteht sich von selbst. Der Befehlssatz der CPU ist dann bei den PCs ja weitestgehend normiert gewesen, weshalb wir auch hier kein Problem befürchten müssen. Also, dass wir beispielsweise den falschen Compiler gewählt haben. Der einzige Unsicherheitsfaktor ist also nun das Betriebssystem. Und es ist tatsächlich so, dass ein Programm, welches für einen Windows-Rechner kompiliert wurde, nicht auf einem Linux- oder Apple-Rechner läuft. Zumindest nicht ohne weitere Maßnahmen. Das ist erstmal anzuerkennen. Und wir müssen somit, wenn wir eine Software auf unserem Rechner installieren, wissen, für welches Betriebssystem dieses Programm kompiliert sein muss. Nun gibt es aber Situationen, in denen wir Software brauchen, welche unabhängig vom Betriebssystem und auch unabhängig vom Prozessor laufen muss. Sehen wir uns hierfür mal folgende Situation an. Stell dir vor, du rufst eine Webseite auf, in der du irgendetwas eingeben möchtest. Und die Webseite muss jetzt prüfen, ob das Eingegebene den Erwartungen entspricht. Also brauchen wir irgendeinen Code, welcher diese Validierung durchführen muss. Wenn wir nun diesen Code kompilieren müssten, dann müssten wir auch vorhersehen, welches Betriebssystem der Nutzer dieser Webseite hat. Nun gibt es aber Nutzer, die wie hier jetzt Windows verwenden, andere verwenden Linux, wieder andere macOS. Und wenn morgen irgendjemand ein neues Betriebssystem erfindet und wir wollen, dass diese Leute oder die Nutzer dieses neuen Betriebssystems auch unsere Seite verwenden können, dann müssten wir diesen Code auch dafür noch kompilieren und alle Versionen parallel zur Verfügung stellen. Also das wäre jetzt auf keinen Fall praktikabel. Sehr viel besser wäre es nun, wenn wir den Code gar nicht erst kompilieren müssten und der Browser selbstständig den Code interpretieren könnte. Er würde also das Programm nehmen, lesen und daraus ableiten, was zu tun ist. Das heißt, dass nur der Browser selbst als ausführendes Programm auf das entsprechende Betriebssystem kompiliert sein muss und dieser wiederum eine Funktionalität bereitstellt, welche dann diesen Code interpretiert. Und wer hätte das gedacht? Solche Programme, sogenannte Interpreter, gibt es tatsächlich. Diese können also zur Laufzeit den Quellcode verarbeiten. Quellcode, welcher nicht kompiliert werden muss, sondern interpretiert wird, nennen wir ein Skript. In unserem Webbrowser ist so ein Interpreter verbaut, der JavaScript, eine Programmiersprache für dynamische Webseiten, versteht und ausführen kann. Also fast jeder Browser hat eine solche Engine verbaut, die eben JavaScript interpretiert. Der Vorteil solcher Skriptsprachen ist also, dass wir sie betriebssystemunabhängig verarbeiten können, sofern auf dem Rechner ein Interpreter für diese Skriptsprache installiert ist. Um diesen muss man sich also erstmal vorab kümmern, wobei alle handelsüblichen Browser, wie gesagt, solche JavaScript-Interpreter verbaut haben. Wenn wir aber beispielsweise ein Python-Skript ausführen wollen, dann müssen wir uns diesen Python-Interpreter erstmal besorgen und installieren. Ja, auch bei der Entwicklung von Skriptsprachen zeigen sich Vorteile, weil der Kompilierungsprozess schlichtweg wegfällt. Wir können sofort jede Funktion testen. Der vielleicht größte Nachteil von Skriptsprachen aber ist der Overhead des Interpreters. Wenn wir ein Skript ausführen, so muss die CPU immer zuerst den Interpreter ausführen und dann erst kann der Interpreter unser Programm ausführen. Das ist einfach eine zusätzliche Belastung für die CPU. Und dies führt dann natürlich zu langsameren Abläufen. Das mag bei einer einfachen Validierung noch kein Problem sein, aber bei sehr aufwendigen Applikationen wie beispielsweise Bildbearbeitung ist es auf jeden Fall ein Thema. Nun überlegen wir uns mal eine Alternative zu der Skriptlösung, welche uns trotzdem erlauben soll, betriebssystemunabhängig zu agieren und vielleicht diese negativen Sachen wie diese Overhead-Geschichte nicht so stark als Nachteil bieten.
Diese Performance-Nachteile waren bei dem kompilierten Code ja kein Thema. Das lag zum einen daran, dass wir die CPU nicht mit einem zusätzlichen Programm wie dem Interpreter belasteten und zum anderen daran, dass der Code so umgewandelt wurde, dass er möglichst effizient von der CPU abgearbeitet werden konnte. Also wir erinnern uns ja, dass dieser Maschinencode für uns zwar relativ schwer lesbar war, aber für den Computer eben genau das, was er eigentlich erwartet. Ja, eine Alternativlösung ist nun, dass man beide Konzepte zu einer Hybridlösung zusammenfügt. Man installiert auf dem Rechner ein Programm, welches die Funktionalität einer CPU imitiert. Solche Programme nennen wir virtuelle Maschinen. Das von uns kompilierte Programm läuft also jetzt nicht direkt auf einer CPU, sondern auf einem Programm, welches sich verhält wie eine CPU. Dieses Programm kann nun wieder auf die verschiedensten Betriebssysteme hin kompiliert werden und dort entsprechend auch laufen, womit wir wieder den Vorteil einer Betriebssystemunabhängigkeit geschaffen haben. Ein weiterer Vorteil ist nun, dass wir den Code, den wir ausführen, von einem Compiler so umgewandelt haben, dass er ausführungsoptimiert vorliegt. Der Overhead dieser virtuellen Maschine wird dadurch entsprechend nicht ganz so hoch sein wie beim Interpreter, weil der ja zusätzlich noch diese, ich sag mal, für den Menschen optimierten Textelemente für den Computer nochmal hin optimieren und analysieren muss. Trotzdem ist solch ein Code im Vergleich zum nativ kompilierten Code natürlich etwas langsamer, weil wir ja eben diese virtuelle Maschine auch noch mitlaufen lassen müssen. Um dieses Problem nun zu minimieren, kann die virtuelle Maschine auch Code-Teile während der Laufzeit nativ kompilieren und direkt an die CPU übergeben. Das nennen wir dann Just-in-Time-Compiling. Der bekannteste Vertreter dieses Konzepts, also der Code-Ausführung auf einem virtuellen Rechner oder auf einer virtuellen Maschine, ist Java. Und das wurde genau für die Anforderungen geschaffen, betriebsunabhängig zu laufen und ist damit ziemlich erfolgreich geworden. Ein Java-Programm läuft im Regelfall auf Windows genauso wie auf Apple oder Linux. Ein weiterer Vertreter dieses Konzeptes der virtuellen Laufzeitumgebung ist C#. Also das läuft auf einer .NET-Plattform von Microsoft. Wobei das Ziel von Microsoft hier nicht war, die Software betriebssystemunabhängig laufen zu lassen, schließlich möchte Microsoft ja primär Software für Windows pushen, aber dieses Konzept der virtuellen Laufzeitumgebung zeichnet sich auch zusätzlich noch für ihre Flexibilität aus, was wiederum Microsoft dazu bewogen hat, mit C# und der .NET-Plattform diesen Weg zu bestreiten. Nun, wenn wir in unserem Kurs zu den eigentlichen Programmieraufgaben übergehen werden, dann werden wir das mit der Programmiersprache Java tun. Nicht zuletzt, weil ihr das auf jeden Fall auf euren Rechner ausführen könnt, egal welches Betriebssystem ihr habt. Aber im nächsten Video werden wir uns erstmal noch um etwas anderes kümmern, und zwar ein paar Grundlagen, die uns das Verständnis für das spätere Programmieren erleichtern werden, und zwar um die Zahlensysteme. Also bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.